einfach so kleine Stauchungen. Marcel Nguyen guckt sich da das gleich nochmal an. Pachniuk, Valery Belenki ist da, organisiert gleich einen Physio. Und jetzt haben wir Yusuke Tanaka. Cyrus muss ran. Yusuke wählt auch die leichtere Variante, den 4,8er Sprung. Und Casamazzo mit Zusatzschraube, kleinen Ausfallschritt. Cyrus und die deutschen Ärzte gehen da gleich ran und helfen Pachniuk, kommt sofort Eis. Sehen wir hier aus unserer Kabine und er ist in besten Händen mit Cyrus Salehi. Fabian hat es vorher angesprochen. Und Dr. Simmelbauer ist auch direkt dabei. Während wir den großen Ausfallschritt von Yusuke Tanaka noch mal sehen bei seiner Landung. Da ist der Rest des japanischen Teams da vorne zu sehen. Sie das Ganze anschauen und morgen in der Team-Challenge nochmal antreten. Nachher haben wir ja die Frauen-Team-Challenge, auch hier im Livestream.